Männerparfüms, die eigentlich fast schon verboten sein sollten, weil sie einfach so krass verführerisch sind. Tom Ford Ombre Leather riecht für mich nach einem richtig stylischen Typen, dem Lederjacken tatsächlich sehr, sehr gut stehen. Du kriegst hier natürlich auch ganz viel Leder, aber der Duft riecht auch so ein bisschen süßlich. Es ist zwar keine Himbeere drin, aber ich rieche hier so ein bisschen Himbeere raus. Verführung pur. Der Duft hier, Leute, ist ziemlich unbekannt und der wird das komplette Parfüm-Game für dich ändern. Du hast hier nämlich eine richtig verführerische Weihrauchnote. Leute, auf gar keinen Fall ist das ein Kirchenweihrauchduft. Du kriegst hier nämlich eine super verführerische, rauchige Note mit Karamell. Geht auf jeden Fall in Richtung FSK 18. Und natürlich, wenn wir jetzt hier über Weihrauch sprechen, ist mein Nummer 1 Duft Leder 6, der auch noch nach Leder riecht. Für mich ist das so der allererste FSK 18 Duft, den ich je gerochen habe. Das ist auch süßer Weihrauch mit einer gewissen Note, die ich dir nicht beschreiben kann, aber bei dem Duft dreh ich durch. Meine Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Videos ihr als nächstes sehen möchtet und lasst ein Plus und ein Herz da.